So, wir hören wieder Wassermittwoch. Einer der schönen Songs hier im Spiel. Keine monobraunen Sicht. Schade. Plants need water. Huch! Das hat uns gerade an den Rand gebackt. Nicht, dass das jetzt schlimm wäre, aber es hat es getan. Ja, der Mixer kann upgegradet werden und hier drüben haben wir eine Beförderung. Assistenzärztin kann zu Ärzten befördert werden. Beförderungen befürworte ich generell, das wisst ihr ja schon. Deswegen machen wir da auch direkt mal weiter, ohne weiter drüber nachzudenken. Ansonsten... Ja, zwei im Gange, zwei fehlgeschlagen. Das ist natürlich kacke. Hier, ihr seid doch eins. Zwei, okay, sie sind am nächsten dran jetzt. Das ist wirklich schlecht, dass hier so viele fehlschlagen. Was bist denn du? Du bist schon Level 2 Psychiater. Das heißt, dich nehme ich jetzt erstmal. Genau, die macht mal eine kurze Pause. Die macht mal ein kurzes Päuschen. Ach, muss aufs Klo. Ja, das trifft sich gut. Dann können die nämlich jetzt bei ihm behandelt werden, der ein Level 2 Psychiater ist. Und ich sehe was, was du nicht siehst. Und das, peng, war eine Monobraue. Peng. Ich find's lustig. Jetzt hat das Spiel natürlich hier was angefangen mit diesen monobraunen Viechern. Hätte ich das mal vorher gesehen. Es ärgert mich gerade enorm, dass ich das noch nicht entdeckt hatte. Das ist so ein cooles Feature. Ich feiere es gerade hart. Ich schaff's, glaube ich, mit den monobraunen nicht. Es ärgert mich. Aber gut, so ist es nochmal. Nützt ja nix. So, du bist ein Level 2er. Wer bist denn du? Du bist auch eine Level 2er. Ah, das ist die, die wir gerade weitergebildet haben. Ich trottel. Alles Goodie. Aber dann können wir ja hier sie auch direkt weiterbilden. Assistentin. Jetzt weiterbilden. Und zwar Kundenbetreuung. Und dafür nehmen wir auch hier. Wobei, dafür können wir eigentlich jemanden von uns nehmen. Davon können wir eigentlich jemanden von uns nehmen, weil dann fehlt ja nur hier jemand. Entweder am Verkaufsschalter oder an der Rezeptionne. Hier, da hier schon jemand angetrottet kommt. Zack, hier hast du ein bisschen mehr Geld. Bist wieder ein bisschen zufrieden. Weil wir da ja drei haben, bleibt es nicht stehen. Hausmeister, Nachwuchshausmeister befördert werden, jawohl. Jetzt müssen wir nur noch eine einzige Weiterbildung hier drüben durchziehen und dann dring, ting, 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 sind wir ein Zwei-Sterne-Krankenhaus. Ich freue mich, es wäre sehr, sehr cool. Ich bin mega, mega gespannt auf die Belohnungen. Miami Swing. Läuft im Two-Point Radio und wir haben 2 von 4 Patienten geheilt, was aber ausreicht für unsere Belohnung. Deswegen wollen wir da jetzt einfach nicht weiter fragen und ignorieren das jetzt einfach ganz schnell, was hier so passiert ist. Und schauen uns mal hier ein bisschen um. Hab ich euch eigentlich schon gesagt, wie viel Spaß mir dieses Spiel macht? Das macht mir unglaublich viel Spaß. Es ist so cool. Das macht irgendwie einen so richtig nostalgisch, ich weiß nicht. Ich habe ja am Anfang schon mal erwähnt, wie gerne ich damals das Theme Hospital gespielt habe. Was ja natürlich sehr stark hier an das hier angrenzt, beziehungsweise dem hier ähnelt. Ah, ich freue mich so, dass das jetzt da ist und dass ich es spielen kann und dass ihr quasi mit mir zusammenspielt und hier die ganze Two-Point-Story erlebt. Und was ich noch sagen muss, ganz am Anfang, als ich über die Map gescrollt bin, das ist mir hier letztens aufgefallen, waren ja da diese drei Krankenhäuser. Und in dem dritten Krankenhaus waren wir ja dann, oder sind wir ja jetzt, besser gesagt. Und... ja, ein einziges weiteres Viertes hat man hinten am Rand irgendwo gesehen. Und ich dachte so, na gut, es sind halt vielleicht 4 Krankenhäuser. Ja, ich meine, das Spiel ist nicht so mega teuer, dass man jetzt sagen könnte, man kriegt nicht genug. Ich meine, wir kriegen hier mega viel geboten. Es ist so cool und so viele verschiedene verrückte Krankheiten, gerade hier mit dem Deprimator und was weiß ich nicht alles. Es ist mega, mega cool. Aber da sind wir hier im dritten Krankenhaus, schalten den ersten Stern frei, kriegen Zugang zu 2 neuen Krankenhäusern und es sind einfach 2, nicht nur 1, wie wir gesehen hatten, und es sind einfach 2 andere.
Ich bin echt mega gespannt, wie viel wir hier noch sehen werden, was es noch so geben wird. Oder ob die Krankenhäuser dann halt einfach nur noch ein bisschen Story in Anführungszeichen hier, so wird das jetzt hier für uns bereithalten, oder ob dann wirklich, ob es noch neue Sachen gibt. Ich bin mega gespannt. Und wir haben eine weitere Personalherausforderung. Krankenhausattraktivität auf 70%. Oh, wir haben nur 60%. Pflanzen und Dekorationen. Vom Krankenpflegezimmer stehen ganz viele an. Vor dem hier? Nee. Vor welchem? Vor welchem Krankenzimmer? Personalherausforderungen. Wir haben nicht genug Monobiester gefunden. Schade eigentlich. Allerdings werde ich die Augen offen halten. Und werde mich jetzt mal um den offiziellen, inoffiziellen Deko-Baumonk kümmern. Und das Krankenhaus verschönern. Mit ein paar Pflänzlis. So wie ihr das von mir gewohnt seid. Machen wir hier ein paar Yuggies für den Durchgang. Und dekoriere aber noch ein bisschen weiter mit normalen Pflänzchen. Oder mit Palmen. Die sind ja nicht unnormal. Die Yuccas. So, hier ist glaube ich schon genug. Hier können wir noch welche hin. Zack, zack, zack. Und just in time haben wir den zweiten Stern. Lalalala. Glückwunsch, ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 2 Sternen bewertet. Größere Erfolge schüren höhere Erwartungen. Alle wollen ihren Anteil. Bin mal gespannt, wie du mit gierigen Mitarbeitern zurechtkommst, die dich von innen heraus zerlegen wie Parasiten, die Socken tragen. Alles Gute der ganzen Truppe unten in Fluttering. Mit wohlriechenden Grüßen, Tarquin Foxbridge, Gesundheitsminister. Danke oder so. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber auf jeden Fall kriegen wir wieder ein bisschen Geld, wobei wir jetzt aktuell keine Geldprobleme mehr haben. Aber was wir kriegen, sind 150 Kudosch. Yippie-yay. Und wir können den Deprimator und den Herzraser auf Level 2 bringen, was schon mal sehr, sehr gut ist. Das sollten wir jetzt vielleicht auch so nach und nach mal angehen. Und während wir leise im Hintergrund dem Mitternachtsblues lauschen, widmen wir uns mal hier dem dritten Stern. Wir müssen nämlich 10 Mitarbeiter weiterbilden, 10 befördern, Krankenhausstufe 12 erreichen und eine Personalstimmung von 75%. Aber aktuell arbeiten wir erstmal noch hier oben an der Attraktivität, indem wir Pflanzen und andere Deko-Objekte platzieren. Und da bin ich ja schon fleißig dabei. Ich lasse aber die Zeit jetzt mal weiterlaufen. Wir müssen es ja hier nicht unnötig pausieren. Wie gesagt, ich verteile jetzt hier einfach ein paar Pflänzchen. Ihr kennt ja diese Philosophie. Mehr Pflanzen, mehr Grün, mehr Schön, mehr Freude. Und ansonsten, ja. Ach, guck mal. Wenn die eingehen, haben die auch keinen Schönheitsradius mehr, wie auch immer ich das betiteln will. Bei Organisationsherausforderungen können wir gegen andere Krankenhäuser in der Umgebung antreten und mehr Belohnungen verliehen. Klicke auf den Reiter rechts oben. Okay. Jetzt wird's spannend. Ich guck gleich mal. Das interessiert euch wahrscheinlich genauso wie mich jetzt. Was ich aber denke, dass wir noch einen vierten Hausmeister brauchen, der sich hier um die Pflänzlis kümmert. Was haben wir denn hier? Erhöht Tempo und Effizienz. Hat ein Buch über Tacker geschrieben. Ja. Ach ja. Bei Tackern muss ich immer an die Spiel des Lebens Folge denken, die ich mit dem Korsch produziert habe, für diejenigen, die sie gesehen haben. Für die, die sie nicht gesehen haben, ihr habt jetzt keine Ahnung wieso, und es gibt überhaupt keinen Sinn, weil Tacker und Spiel des Lebens, aber ihr könnt es euch ja mal angucken. Es ist eine sehr, sehr lustige Folge und auch ein sehr cooles Spiel tatsächlich. Ich stelle jetzt die Emma einfach mal ein, damit die sich mal hier um die ganzen Blümchen kümmert. Und dann, ihr kennt es bereits, ich mache mal hier diesen, wo war es denn? Hier, das ist, ja genau. Ich hatte mich jetzt gerade irritiert, dass jetzt hier was rot geleuchtet hat, aber es ist halt tatsächlich die Pflanze. Und ich klicke jetzt einfach mal hier alles durch, damit sich, das war der falsche Knopf. Scheiße, ich wollte es eigentlich nur reparieren lassen. Gut, dann wird es jetzt abgegradet. Ich hatte ja gerade schon angekündigt, dass jetzt Zeit wird, dass mal ein bisschen was abgegradet wird.
dann machen wir das jetzt halt so. Auch in Ordnung. Und ich kümmere mich jetzt mal so hier um die Sachen, dass die Attraktivität steigt, weil wenn sich hier wieder alles erholt hat, dann sollte das auch mit der Attraktivität wieder hinhauen. So, hier drüben. Ach, guck mal, hier ist auch schon wieder direkt alles eingegangen. So lange stehen die Sachen doch hier noch gar nicht. So. Gut, genug des Infofeldes. Wir gucken mal Herausforderungen online. Oh, ding, 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 ding. Ploppt hier direkt wieder ein großes Textfeld auf. Organisationsherausforderungen. Tritt bei einer Reihe von zeitlich befristeten Herausforderungen gegen andere Krankenhausbetreiber an. Verdiene dir zusätzliche Belohnungen und Gründe zum Angeben. Achso, und Gründe zum Angeben. Ich habe gerade gedacht, hä, Gründe zum Angeben? Indem du über deine Konkurrenten triumphierst. Nimm es mit Konkurrenten aus Two Point County auf oder fordere die Krankenhäuser deiner Freunde auf Steam heraus. Jede Herausforderung läuft für ein paar Monate. Du kannst gleichzeitig mit deinen Konkurrenten antreten oder zu unterschiedlichen Zeiten. Die Ergebnisse werden vom Wettbewerbskomitee Two Point festgehalten. Im Lauf der Herausforderung wirst du informiert, wie sich die einzelnen Teilnehmer am besten abschneiden, geschlagen haben. Ja, da können wir uns, glaube ich, später mal mit befassen. Wir haben jetzt hier, glaube ich, erstmal genug zu tun. Unter anderem hier mit, wer bist du? Und wieso geht's dir nicht ganz so gut? Gesundheit kritisch. Dann setzen wir die Lydia mal nach vorne. Diagnose benötigt. Ich tippe ja auf Lykanthropie, weil es ist meistens Lykanthropie, wenn die noch keine Diagnose so schnell finden. Und ansonsten haben wir hier Beförderung. Ja, befördern, befördern, befördern ist immer gut. Wir befördern alles und jeden. Wir befördern hier Ärzte und Hausmeister, Assistenten, Patienten, Zuschauer. Wir befördern hier jeden. Ist absolut kein Problem. Weiterbildung benötigt. Wir bilden auch weiter, das ist auch kein Problem. Wer bist du denn überhaupt? Du Assistenzarzt zu Arzt. Jetzt weiterbilden. Patientenbetreuung erhöht die Zufriedenheit der Patienten. Das ist vielleicht auf jeden Fall was, was ganz gut wäre. Oder Behandlung 2. Aber ich nehme, glaube ich, mal Patientenbetreuung. Und auch hier kaufe ich wieder jemanden ein und ich füge tatsächlich auch noch einen Teilnehmer hinzu. Und zwar eine Psychiaterin. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich überlege noch. Es ist halt schwer zu sagen. Oder hier ein Arzt? Nee, aber dann haben wir zwei Ärzte außer Gefecht genommen. Das ist blöd. Also eine Psychiaterin ist ja auch Arzt, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Ja, wir nehmen die trotzdem mal hinzu. Ja, das machen wir so. Und ansonsten lassen wir das jetzt hier einfach mal weiterlaufen. Dö, dö. Bing, bing. Ping, ping. Ding, dö, ding, ding. Personal heraus. Krankenhausattraktivität auf 70% haben wir erledigt. Unsere Assistentin möchte zur Nachwuchsassistentin befördert werden. Auch das genehmigen wir. Habe ich ja gerade gesagt, wir befördern hier alles und jeden. Wir machen da keine Ausnahmen. Hier wird gnadenlos. Oh, jeder befördert. Oh. Oh, oh, oh. Wie wär's mit ein bisschen mehr Geld? Das ist eine Idee. Und dann checken wir mal hier wieder das Personal. Wo ist die Musik? Musik! Hallo? Hallo? Spreche ich da mit Two Point Radio? Hallo? Die Musik ist verschollen. Vielleicht kommt sie bald wieder. Ansonsten, schauen wir dann mal nach. Bevor jetzt hier schon wieder alles gleichzeitig drunter und drüber geht, checke ich jetzt erstmal ganz kurz, ob die alle zufrieden sind mit ihrem Gehalt, weil wir haben es ja gerade gesehen, die sind es nicht. Aber doch, wenn ich jetzt hier so grob drüber gucke, sehen wir, dass die schon mehr oder weniger alle zufrieden sind. Aber Mark braucht dringend eine Pause, der macht aber schon eine, also hat schon hier veranlasst, eine zu machen. Und hier unten haben wir noch Desmond, der auch schon Pause macht, also alles im grünen Bereich. Und dann würde ich sagen, gehen wir mit über den Berg. Unten steht es wieder. Gehen wir weiter auf die Auszeichnungen zu, die jetzt auch gerade schon da sind. Dun, dun, Two Point County. Du, 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 du.
Ja, yeah, und zwar öffnen wir wieder alles gleichzeitig und haben diesmal, wow, tatsächlich mehr Preise abgeräumt wie beim letzten Mal. Und voll geil. Auch noch einen der neuen. Arzt des Jahres, Krankenpfleger des Jahres, aufsteigender Stern, Arbeitgeber des Jahres. Wir haben auch dieses Jahr den Patientenpreis tatsächlich erhalten und bestes Lehrkrankenhaus. Ja, das sind 10, 20, 30 Kudosch. Wenn ich so richtig eine Änderung habe, kriegen wir, glaube ich, 5 Kudosch pro Preis. Das heißt, wir kriegen 30 Kudosch. Wir haben 30 gekriegt. Ich glaube, das passt. Voll gut. Da freue ich mir. Da freue ich mir sehr darüber. Du machst jetzt mal eine Pause. Und zwar hier hinten in dem Pausenraum, weil der ist schön groß und pausig. Upsala. Nein, du sollst Pause machen. Ach, du machst Pause. Er hat geweint. Oh. Wir können dir auch jemanden zum Mitpause machen dazusetzen. Macht auch Pause. Ja, guck mal hier. Könnt ihr zusammen Pause machen? Maintenance announcement. Unterhaltet euch. Na los. Unterhaltet euch. Dann nicht. Okay, dann nicht. Ich habe mein Bestes gegeben. Es tut mir ja leid, aber ich habe mein Bestes gegeben. Naja. Lanzen. Hä, ich drücke? Was drücke ich denn, dass das hier passiert? Ich drücke eigentlich nur WASD und D hier, um zum rumsavitschen, aber manchmal aktiviert sich das auch. Ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Eine Riesenschlange. Repariert den Easy Scan. Ich glaube, der ist repariert genug. Kümmere dich mal lieber um die Yogas. Und du bist jetzt weiter vorne in der Schlange. Ah, langsam aber sicher. Wird es ein bisschen stressig. Hier stehen schon wieder überall mega viele Leute an. Ja, an der Kardiologie stehen schon wieder mega viele Leute an. Würde sich eine zweite lohnen, vermutlich. Wir können ja... Upsala, nein, nein, nein. Dieses... Nein. Das Zimmer möchte ich. Mann, Mann, Mann. Nein. Das Weiterbildungszimmer auslagern, wollte ich sagen. Und zwar hier rüber. So. Check. Um hier eine zweite Kardiologie zu errichten. Anscheinend wird die jetzt hier öfter benötigt. In dem anderen Krankenhaus haben wir die ja fast nie benutzt. Aber hier wird sie anscheinend öfter benötigt. Und ist ja kein Ding. Dann stellen wir hier halt noch eine mit rein. Natürlich, ihr wisst schon, die wichtigen kardiologischen Akten müssen natürlich auch hier drin aufbewahrt werden. Deswegen gibt es auch hier direkt wieder ein paar Aktenschränke. So, so. Poster, zack. Los geht's. Und wir stellen auch direkt noch einen Krankenpfleger ein, der sich hier drum kümmert. Und ich würde sagen, Patientenzufriedenheit machen wir mal. Kümmern wir uns auch mal drum. Und wir brauchen neue Bänke. Neue Bänke braucht das Land. Zack, zack. Zap, zarab, zap, zap. Und Beförderung vom Assistenzarzt zum Arzt können wir machen. Und diese Ärztin braucht eine Weiterbildung. Und ich würde vorschlagen, Allgemeinmedizin 2. Und wir starten auch direkt hier einen Kurs. Damit wir hier mal ein bisschen vorankommen. So langsam aber sicher muss das echt mal gemacht werden. Und hier beim Easy Scan, ja... Was machst du denn? Die Yoga gießen. Okay, das ist in Ordnung. Schon gewusst, durch die Platzierung, ja, 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 wird das Kranken attraktiver. Das hält Patienten bei Laune. Das ist schön. Das haben wir gar nicht mitgekriegt. War was? Oh Gott, hier hinten ist ein Ektoplasma Fützli. Ah, Upgrade zum Umtöpfer Level 2. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, damit können wir jetzt ein paar mehr heilen. Ich hoffe, das ist tatsächlich so. Und es liegt nicht an unserem Personal, sondern an den Geräten. Wir können jetzt auch mal die Apotheke upgraden, wenn der jetzt hier drinne war. Ja, hier kommt noch jemand. Den so lange warten zu lassen, ist blöd, oder? Wie geht's dir denn? Schlechtes Bauchgefühl? Bei Nödem geht es eigentlich ganz gut. Danach upgraden wir das mal. Hier, das muss auch gegossen werden. Dich schicken wir nach vorne, wollte ich sagen. Der ist schon ganz vorne. Und hier. Ja, es ist irgendwie. Hier fehlen Bänke.
Es fehlen Bänke. Bänke braucht das Land. Bänke braucht das County. So, drehen wir das auch mal hier ein bisschen rum. So, machen wir halt... Nein, noch so. Ja, so, machen wir halt hier mal noch so eine Bankparade. Dann können die sich hier auch mal hinsetzen noch. Irgendwie wuselt es mir hier zu viel. Hier sind überall Ärzte. Check hier gerade, ob hier überall Ärzte drin sitzen. Aber hier sitzen überall Ärzte. Viel mehr können wir dann halt leider auch nicht machen. Ich meine, was soll ich denn? Ich kann ja nicht noch eine Arztpraxis bauen. Wir haben schon 4 Stück. Wie viele Arztpraxen soll ich denn hier noch hinsetzen? Hier hinten ist gerade aktuell fast gar nichts los. Hier vorne steht alles voll. Das ist irgendwie schwer. Wir könnten natürlich hier eins der beiden Grundstücke noch dazu kaufen. Und hier vorne nur noch Arztpraxen reinmachen. Aber macht das Sinn? Guck mal, wir haben ja schon 4 Stück. Aber wir brauchen auch auf jeden Fall noch ein weiteres Diagnosezimmer. Das können wir aber hier hin machen. Bearbeiten. Bewegen. Die Tür ist hier. So. Das heißt, hier können das auf jeden Fall hin, ohne dass es jemanden stört. Und dann machen wir halt hier noch ein weiteres Diagnosezimmer hin. Allgemeine Diagnose meine ich. Nicht weitere Diagnose, allgemeine Diagnose. Es hat dann zwar nur den Easy-Scan, den einfachen Easy-Scan, aber... Ich denke mal, Easy Scan 1 ist besser wie kein Easy Scan. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke, das ist ganz gut. Und was ich in der letzten Aufnahme gemerkt habe, ist mir gerade wieder eingefallen. Das will ich. Das hatte ich beim Schneiden gesehen. Ich weiß nicht, weil wir können ja mal abwarten, bis der nächste kommt. Dieser Easy Scan ist nicht so kaputt, wie du denkst. Wir brauchen noch einen Krankenpfleger. Ich dippe. Hier, Diagnose. Du bist eingestellt. Zack. Schauen wir. Hat die gerade gezaubert? Da kam doch gerade Funken. Wir beobachten das jetzt mal hier wie Willow. Die kommt jetzt rein. Ja, hallo, ja, bla bla. Okay, ja, legen Sie sich mal dahin. Oh. Oh. Das kam jetzt unerwartet.